Ja, dann darf ich Sie und euch begrüßen hier zum Saisonauftakt der etwas anderen Art heute hier im Presseraum in der Schüko Arena. Sicherlich haben Sie die Ereignisse in den vergangenen Wochen rund um Arminia verfolgen können, nachdem unser bisheriger Cheftrainer Norbert Meyer nun zu Darmstadt 98 gewechselt ist. Konnten wir am vergangenen Mittwoch seinen Nachfolger verkünden, das ist Rüdiger Rehm. Heute wollen wir dann die Gelegenheit nutzen, noch vor dem ersten Training unseren neuen Cheftrainer Ihnen und natürlich auch den DSC-Fans vorzustellen. Dazu begrüße ich an meiner Seite Sami Arabi, unseren sportlichen Leiter, und den Rüdiger Rehm. Ja, Sami, wollen wir mit dir gleich anfangen, vielleicht ein paar Worte. Von Sommer konnten wir noch nicht so wirklich sprechen, von Sommerpause bei Arminia Bielefeld auch nicht. Auf dich kam viel Arbeit zu in den vergangenen Wochen. Vielleicht erläuterst auch du uns hier deine Beweggründe. Warum ist Rüdiger Rehm der richtige Mann an der Seite, an der Seitenlinie als Cheftrainer von Arminia Bielefeld? Ja, zunächst einmal sind wir sicherlich von der Situation auch ein wenig überrascht worden. Nichtsdestotrotz habe ich auch immer gesagt, dass es die Aufgabe eines Vereins ist, auf so eine Situation sich vorzubereiten. Wir haben uns sicherlich auch schon vorher mit dem Trainermarkt eingehend auseinandergesetzt, einige Kandidaten versucht, über einen Zeitraum immerhin zu beobachten. Weil man natürlich auch nie weiß, wann dieser Zeitpunkt eintritt, und haben den Rüdiger über einen längeren Zeitraum uns angeschaut, haben auch natürlich in dem einen Jahr gegen die Sonnenhof Großasbach in einer Liga gespielt, haben auch letztes Jahr dann gesehen, wie gut sich diese Mannschaft weiterentwickelt hat, und das ist sicherlich ein Verdienst auch von Rüdiger. Des Weiteren war ein wichtiges Argument, wenn man sieht, wie lange er in diesem Club gearbeitet hat, etwas, was wir hier auch versucht haben in den letzten Jahren aufzubauen. Stichwort Kontinuität, das ist für uns sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, was man gesehen hat, dass er dort sicherlich auch in Großasbach sicherlich mitgeprägt hat. Und nichtsdestotrotz, oder besser gesagt, gerade deswegen war es auch so, dass wir den Kontakt zu Rüdiger aufgenommen haben, mehrere Gespräche geführt haben, in den Gesprächen sehr, sehr schnell die Überzeugung gelangt haben, dass er sich zu 100% mit dem Weg, den Arminia Bielefeld in den nächsten Jahren gehen möchte, identifiziert. Und auch dann in den Gesprächen darlegen konnte, wie er die Mannschaft weiterentwickeln möchte, wie er einzelne Spieler weiterentwickeln möchte. Das hat sich 100% mit unseren Ideen gedeckt, und insofern war es dann von unserer Seite aus sehr, sehr, sehr schnell klar, dass das unsere absolute Wunschlösung ist. Und möchte mich auch hier an dieser Stelle dann nochmal bei der SG Sonnenhof Großasbach für, diese Kooperationsbereitschaft, einen so guten Mann, mit dem sie in den letzten Jahren so viele gute Erfahrungen gemacht haben, dann letztendlich freizugeben. Vor allem, weil man auch sagen muss, dass das von uns bedingt unverschuldet, nämlich relativ spät war diese Anfrage, und für die SG Sonnenhof Großasbach natürlich sehr, sehr kurzfristig vor deren eigenem Trainingsbeginn. Und insofern nochmal meinen recht herzlichen Dank. Ja, und jetzt muss ich persönlich sagen, dass ich mich natürlich sehr auf die kommende Saison freue, auf die Zusammenarbeit, und bin da guter Dinge, dass wir den Weg, den wir in den letzten 2,5 Jahren vor allem gegangen sind, nämlich weiterhin diese Stabilität und die Weiterentwicklung der Mannschaft mit dem Rüdiger vorantreiben werden. Danke. Ja, vielen Dank, Samir. Dann, Rüdiger, darf ich dich auch an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen heißen bei Arminia Bielefeld. Ich kann mir vorstellen, dass viele darauf gespannt sind, dich in den nächsten Tagen und Wochen näher kennenzulernen. Was waren für dich die ausschlaggebenden Gründe? Warum hast du dich für Arminia Bielefeld entschieden? Ja, erstmal freue ich mich natürlich tierisch auf die Aufgabe hier bei der Arminia. Ja, ein Club, der natürlich ein ganz anderes Standing hat, wie da, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, bei der SG Sonnenhof Großasbach. Aber als Fußballtrainer hat man immer die gleiche Aufgabe, das heißt, eine Mannschaft dementsprechend weiterzuentwickeln. Warum bin ich zur Arminia gekommen? Weil ich einfach extrem überzeugt geworden bin, ja, von der sportlichen Leitung, weil ich das Gefühl hatte, dass ein Verein mich als Top-Kandidat sieht und auch von meiner Arbeit überzeugt ist, die wir in den letzten Jahren als Team auch in Asbach geleistet haben. Und ich bin auch überzeugt, dass wir das hier genauso weiter fortführen können, wie es die letzten 2 Jahre
hier gelaufen ist. Ja, die Arminia hat einen sehr, sehr guten Weg eingeschlagen nach dem ganz, ganz bedauerlichen Abstieg, eben mit dem sofortigen Wiederaufstieg und mit dem Klassenerhalt ohne groß oder größere Gefahr im letzten Jahr ist sicherlich ein Weg eingeschlagen worden, der gut geebnet ist. Und den heißt es jetzt einfach mit meiner Person und mit der sehr, sehr ähnlichen Mannschaft, sehr, sehr ähnlich strukturierten Mannschaft weiterzugehen, die Mannschaft weiterzuentwickeln, weiter zu verbessern, mit der sportlichen Leitung sehr, sehr eng zusammenzuarbeiten. Ein Verein, der sicherlich in den letzten Jahren, Jahren davor ein bisschen unruhiger war und jetzt in ein sehr, sehr ruhiges Fahrwasser gekommen ist, sehr, sehr akribisch arbeitet, sehr, sehr klar arbeitet, sehr, sehr überzeugend arbeitet, für mich als Außenstehender bis jetzt. Und deswegen habe ich gedacht, das ist genau der richtige Verein, den ich mir vorstellen kann und mich dann relativ schnell, ja, die Gespräche waren zwar zwei, drei Gespräche da, aber es war trotzdem relativ schnell vom Zeitraum her überzeugen lassen, dass auch für mich die Arminia der nächste Schritt ist. Und ich bin auch überzeugt, dass die Arminia mit mir den richtigen Trainer gewählt hat. Die Mannschaft wird sich sicherlich auf ein paar Änderungen einstellen müssen, aber ich glaube, das ist bei jedem Trainerwechsel ganz normal. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen oder keine zwei Trainer, die eine identische Philosophie haben, sondern jeder Trainer hat irgendwo sein Eigenleben. Und ich denke, dass wir das schnell reinkriegen. Für mich ist wichtig, dass wir die Vorbereitungsphase dafür Zeit haben und nicht hier irgendwo mitten in der Saison etwas zu machen oder einzustüren zu müssen, sondern jetzt die Vorbereitungsphase nutzen können. Und dann bin ich guten Mutes, dass wir auch eine sehr, sehr gute Saison spielen. Ja, danke Rüdiger. Das ist natürlich jetzt für euch und für Sie die Möglichkeit, Fragen an Sami Arabi oder Rüdiger Rehn zu stellen. Ich hatte den Norbert noch im Hinterkopf, der 19 bei meiner Linken immer gesessen hat. Wir haben ein Mikro im Raum. Ähnlichkeit, liegt an der Ähnlichkeit. Rainer Hoffmann, Bild-Zeitung. Herr Rehn, für welche Fußballphilosophie stehen Sie? Ja, ich glaube, dass die letzten Jahre auch gezeigt haben, dass wir natürlich einerseits eine Spielweise an den Tag legen mit einer sehr, sehr guten Kompaktheit und trotzdem aber auch eine extreme Torgefährlichkeit uns ausgezeichnet hat. Ja, wir haben im Regionalliga-Aufstieg in die dritte Liga eine sehr, sehr starke Offensive gehabt. Wir haben letztes Jahr in der dritten Liga die zweitbeste Offensive nach Dynamo Dresden gehabt. Das heißt, ich lege mich auch nicht auf eine Art und Weise fest, die wir spielen, sondern da gibt es natürlich auch immer wieder Marschrouten. Es gibt verschiedene Arten, die wir spielen können. Entscheidend wird sein, was kann die Mannschaft am besten umsetzen. Und dafür sage ich ja, ist die Vorbereitungsphase sehr, sehr wichtig, dass wir dann einfach auch schauen können, wo fühlt sich die Mannschaft am wohlsten, ja, mit welcher Art und Weise fühlt sich die Mannschaft am wohlsten, auf welcher Höhe gehen wir in die Pressing-Situation, ja, wie bauen wir unser Spiel von hinten raus auf, was natürlich auch immer ein bisschen was mit dem Gegner zu tun hat. Und daran werden wir uns orientieren. Wir werden alle Bausteine, die es im Fußball gibt, einstudieren. Wir werden alles versuchen und dann eben das Optimale für unser Spiel oder jeweiliges Spiel wählen. Dann gibt es eine weitere Frage von Peter Burkamp, Neue Westfälische. Herr Rehm, wie beurteilen Sie denn den aktuellen Kader und auf welchen Positionen hätten Sie denn möglicherweise gern noch eine Verstärkung oder Änderung? Ja, es war sicherlich auch ein sehr, sehr wichtiger Grund, dass der Kader sehr, sehr gut strukturiert ist. Ja, da ist die Arbeit einfach schon sehr, sehr gut gemacht worden. Die Positionen sind im Großen und Ganzen doppelt besetzt. Wir haben eigentlich überall unsere Konkurrenzfähigkeit. Ja, es ist ein sehr, sehr gut gemischter Kader, wo jeder Spieler, wenn er in einer gewissen Form ist oder sich auch dementsprechend nochmal weiterentwickeln kann, die Möglichkeit hat zu spielen. Keiner ist außen vor. Das heißt, wir haben sicherlich noch ein, zwei, drei Sachen, wo wir machen können. Ja, ich gehe mal von zwei, drei Neuzugängen aus, die wir vielleicht noch hinkriegen, die wir in Absprache jetzt auch mit der sportlichen Leitung treffen werden. Auf welchen Positionen genau, da behalten wir uns vor, dass wir das noch ein bisschen für uns behalten. Hier vorne Uli Zwetz, Radio Bielefeld. Ja, die, glaube im 11. fängt das Trainingslager an. Möchten Sie bis dahin so die zwei, drei Positionen noch besetzt haben oder sagen Sie, okay, vielleicht eine noch offen lassen, noch warten, wenn Transferschluss ist im August, da gibt sich ja immer was, wenn die Bundesliga auch losgeht. Dann. Also es wäre schön, wenn wir das schaffen würden. Ja, klar ist, der Markt ist noch voll. Also es gibt genug Spieler, die im Moment noch auf Vereinssuche sind oder die auch interessant sind. Das ist überhaupt kein Thema. Und wenn wir natürlich bis zum Trainingslager unseren Kader mit den Qualitätsspielern, die wir uns wünschen, vervollständigen können, wäre das natürlich perfekt. Wenn es nicht so ist oder wir noch eine Position offen haben, dann werden wir den Markt weiter ganz genau beobachten und schauen, ob dieser
Spieler dann eben auch zu uns passt. Wichtig ist auch, dass ich mir ein Bild mache von den einzelnen Spielern, auf welchen Positionen sie bisher gespielt haben und auf welchen Positionen sie vielleicht auch spielen können. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, den Kader in- und auswendig zu kennen. Ich habe die Spiele der letzten Saison alle mir in meiner Urlaubszeit angeschaut, mich dann nochmal genau darüber informiert, ja, wo die Stärken und Schwächen der Mannschaft sind. Daran werden wir arbeiten, aber es gibt natürlich auch Spieler, die vielleicht auf einer ganz anderen Position für uns mehr in Frage kommen, als da, wo sie vielleicht in der Vorsaison gespielt haben. Und dann müssen wir eben in der Trainingsarbeit schauen, ob das dem entspricht, wie ich es mir denke und ob wir dann vielleicht doch nochmal tätig werden müssen. Aber da sind wir im sehr, sehr engen Kontakt und es eilt jetzt nicht. Aber umso früher der Kader natürlich komplett ist, umso besser kann man arbeiten. Aber wir haben ja schon, wie gesagt, schon einen sehr, sehr guten Kader beieinander, der gut strukturiert ist und wir können schon die Trainingsarbeit aufnehmen. Gibt es weitere Fragen? Nochmal Rainer Hoffmann von der Bild. Einmal die Frage, haben die eine Ausstiegsklausel im Vertrag? Ja, zu Details brauchen wir jetzt nichts sagen. Also Ausstiegsklausel brauchen wir nicht erwähnen, wenn es eine wäre, aber gibt es keine. Frage an dich. Aussage. Ja, das ich meine, heutzutage ist das ja normal. Ne? Aber du weißt ja, dass ich kein Freund von Ausstiegsklauseln bin. Und dann vielleicht die nächste Frage. Es wurden ja mit Sicherheit schon Vorplanungen mit Herrn Mayer gemacht über Transfers, die vielleicht getätigt worden sind. Sind das Spieler, die für Sie überhaupt nicht in Frage kommen? Oder sagen Sie, könnte vielleicht der eine oder andere dabei sein, der auch zur Mannschaft passen würde? Norbert Mayer und Sami haben ja eine sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet und ich arbeite mit jedem Spieler, der mir zur Verfügung steht und versuche aus ihm immer noch mal mehr rauszuholen. Ja, ich habe einfach den Anspruch auch an mich persönlich, jeden Spieler dementsprechend weiterzubringen, ja, das Team zu formen, sodass sie eine Einheit auf dem Platz bilden und dass jeder Spieler vielleicht auch noch einen Tick besser wird. Ja, ansonsten bräuchte man ja keinen Trainer, sondern wenn die Jungs alle jetzt schon fertig wären, dann bräuchte man die Trainingsarbeit nicht aufnehmen, sondern würden uns samstags zum Spiel treffen. Von daher, ich schaue mir die Spieler an, arbeite mit ihnen und dann müssen wir eben den Kader dementsprechend optimieren, im Winter, nächstes Jahr im Sommer, wie auch immer. Und von daher, aber ich würde jetzt keinen Spieler in unserem Kader sehen, wo keine Chance hat. Warte mal, Rainer kurz, warte auf das Mikro. So, für sich die Zielsetzung im ersten Profijahr, also sag ich mal, Zweitliga-Profijahr, haben Sie die? Ist das einfach mit Arminia wieder einen sicheren Platz im Mittelfeld zu ergattern? Nein, mein Ziel ist, die Mannschaft zu verbessern. Ja, das ist mein Ziel und was der Verein als Ziel rausgibt, da muss der Sami dann eine Antwort dazu geben. Aber für mich gilt es mit dieser Mannschaft, die eigentlich gleich strukturiert ist wie im Vorjahr, die Verbesserung zu erzielen und das wäre eben besser als Platz 12 und besser als die 42 Punkte, die in diesem Jahr erreicht worden sind. Und dazu eben natürlich eine Weiterentwicklung in dem Sinne hinzubekommen, dass meine Philosophie oder meine Handschrift auf dem Platz zu sehen ist. Und wenn wir das hinkriegen in dem ersten Jahr, dann haben wir unser kleinstes Ziel erreicht. Oder unser Hauptziel. Gibt es noch eine Frage von Peter Burkham, Neuwestfälische? Sie haben ja auch unter Uwe Rappolda gespielt. Inwieweit hat er Sie als Trainer möglicherweise geprägt? Uwe Rappolda prägt immer. Nein, Uwe Rappolda war für mich ein ganz, ganz wichtiger Trainer. Ja, ich habe meine ersten 4 Profijahre unter Uwe Rappolda gemacht. Und wer ihn kennt, der weiß, dass das jeden Spieler prägt. Ja, mit positiven, aber auch mit negativen Einflüssen. Nein, Uwe war ein klasse Trainer für mich. Er war ein ganz, ganz wichtiger Faktor in meinem auch jetzigen Trainerleben, weil ich, glaube ich, sehr, sehr viel bei ihm gelernt habe als Spieler, was ich jetzt auch natürlich in meine Trainerarbeit noch mit einfließen lasse. Aber du lernst im Endeffekt von jedem Trainer ein bisschen was. Wenn es das Negative ist, dann auch das, was positiv ist für einen, ja, dass man einfach das vielleicht nicht macht, was man selber auch nicht so gut findet. Deswegen, jeder lernt täglich immer wieder dazu, auch jetzt noch. Und von daher war Uwe sicherlich auch einer, der einen Teil dazu beigetragen hat, dass ich jetzt vielleicht auch hier sitze, also nicht bei der Arminia, aber Trainer geworden bin. Gibt es weitere Fragen? Jetzt machen wir hier vorne mal Carsten Blumenstein, Kicker. Geplant war, glaube ich, Frage an beide, eine Woche frei zu machen nach dem 3. Juli. Ist das immer noch aktuell oder gibt es da Änderungen? Der Plan wurde ja von Norbert Mayer aufgestellt. Was haben wir? Ja, also
als die Meldung rauskam mit dem Norbert, haben natürlich 80% der Spieler bei mir angerufen und das war deren größte Sorge. Nein, ganz im Ernst. Also da hat das neue Trainerteam natürlich völlig freie Hand und der Rüdiger hat natürlich auch schon mit Uwe und dem Manni Gloger gesprochen und ja, letztendlich ist es so, dass die Spieler diese Woche weiterhin bekommen, aber es ist ja nicht so, dass die da auf der faulen Haut liegen, sondern in Absprache mit den individuellen Trainingsplänen dann letztendlich sich dann auch weiter vorbereiten, aber letztendlich die Einheiten in dieser Woche dann halt nicht in Bielefeld stattfinden müssen. Dann war da hinten Jens Brinkmeier vom Westfalenblatt. Wie ist denn die Planung bezüglich eines Co-Trainers? Eines weiteren? Ja, wir haben ja einen Co-Trainer. Nein, also ganz klar, wir werden noch einen zweiten Co-Trainer dazu nehmen, einen zusätzlichen Co-Trainer, weil ich das als extrem wichtig finde, dass wir eben alle Bereiche auch gut abdecken. Ja, das heißt, wir haben mit dem Uwe sicherlich einen, der sich vor allem im trainingswissenschaftlichen Bereich sehr, sehr gut auskennt. Also wenn Sie die E-Mail gesehen hätten, die ich bekommen habe, dann würden Sie wissen, was ich meine. Da ist schon richtig viel dahinter und deswegen brauchen wir aber auch nochmal jemanden, der am Platz dann auch noch mit dabei ist. Das heißt, wir werden das auch da aufteilen. Es gibt einen Torwarttrainer, es wird einen Co-Trainer geben, der sicherlich mehr für den athletischen Bereich zuständig ist und es wird einen Co-Trainer geben, der eher für den technisch-taktischen Bereich zuständig ist. Da ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Da sind wir gerade im Moment noch in den Gesprächen drin und sobald es da was gibt, werden wir das sicherlich auch vermelden. Nochmal Jens Brinkmann. Habe ich eine Nachfrage dazu. Es war zu lesen, dass Sie Ihren Co-Trainer aus Groß-Asbach auf keinen Fall mitbringen dürfen oder dass es eine Absprache gibt, dass Sie das auch nicht machen wollen, dass Sie nicht bei Ihrem Ex-Verein sozusagen will, dann auch was Spiele angeht. Ist das so? Nein, also es ist so, dass er im Moment noch nicht für uns zu gewinnen ist, aber es ist auch kein Geheimnis, dass ein Mike Kranich an meinem Erfolg oder an unserem Erfolg, den wir in Groß-Asbach errungen haben, sicherlich ein sehr, sehr großer Teil war und deswegen wäre es mein Wunsch und bei ihm ist aber sicherlich nicht nur die SG Sonnenhof Groß-Asbach beteiligt, sondern er hat da eben auch noch einen Nebenjob und da fällt natürlich immer vieles damit zusammen und deswegen brauchen wir auch nicht mehr darauf eingehen. Wir werden einen zweiten Co-Trainer oder einen zusätzlichen Co-Trainer noch dazu nehmen und schön wäre es, wenn es Mike Kranich wird. Wenn nicht, dann werden wir sicherlich auch nochmal jemanden finden. Mike Kranich deshalb, weil ich einfach sehr, sehr lange mit ihm zusammengearbeitet habe. Gibt es weitere Fragen? Jens bringt mal her zum dritten. Ja, ich habe gerade einen Lauf. Hatten Sie schon Kontakt zu Spielern wie Fabian Kloß, Florian Dick, die zu den Führungsspielern gehören, Kapitän und Vizekapitän waren letzte Saison? Ja, wir waren gestern Abend gemeinsam essen. Ja, ich habe darum gebeten, einfach den Kader oder den Mannschaftsrat schon einen Tick vorher kennenzulernen, weil wenn dann heute alle auf einmal zusammenkommen würden, auch der Funktionsstab, den ich letzte Woche schon kennengelernt habe, einzeln, immer mit unterschiedlichen Abschnitten, ja, die medizinische Abteilung, die Scouting-Abteilung, Betreuerbereich, Kabinentrakt, einfach um so ein bisschen reinzuschnuppern und nicht heute auf einmal alle vor mir stehen zu haben und dann zu gucken, okay, Vorname, Gesicht, alles klar, sondern das ist schon ganz wichtig, dass man das so ein bisschen vorplant und deswegen waren wir gestern mit dem Mannschaftsrat essen, haben so ein paar Dinge angesprochen, was mir wichtig ist, wo die dann auch dafür verantwortlich sind, das in die Mannschaft zu tragen, weil alles an einem Tag anzusprechen ist immer sicherlich sehr, sehr schwierig und sehr, sehr viel und deswegen haben die Jungs schon ein paar gewisse Aufträge bekommen, was die Disziplin angeht, was die Vorgehensweise angeht, vielleicht auch ein paar fußballerische Dinge haben wir schon mit reingebracht und die wissen auch schon Bescheid. Ich habe sie kennengelernt und heute lerne ich dann den Rest kennen, beziehungsweise den einen oder anderen kenne ich auch schon. Möchte jemand den Lauf von Jens Brinkmeier unterbinden? Sonst hat er noch eine vierte. Komm, Jens. Arminias Geschäftsführer Gerrit Meinke hat in der Pressemitteilung sich dahingehend geäußert, dass Sie einer der absolut begehrtesten Trainer in Deutschland sind und dass Arminia sehr, sehr froh sei, Sie verpflichtet zu haben. Ist das ein gewisser Druck, der durch so eine Aussage auf Ihnen lastet oder freuen Sie sich einfach nur darüber?
Ja, das ist Gerrit seine Meinung, die darf er natürlich auch kundgeben, inwieweit das jetzt für mich ein Druck oder eine Vorfreude ist oder eine Freude ist, ist eigentlich relativ. Ich weiß, wie wir arbeiten müssen, ich gehe da immer relativ mit kleineren Brötchen ran und sage, wir versuchen die Größten draus zu machen. Wir haben die letzten Jahre auch immer versucht, eben aus dem Minimalen das Maximale rauszuholen, und genau das Gleiche ist jetzt auch. Es ist nicht das Minimale, sondern es geht darum, eine Mannschaft einfach bis zu ihrem Maximum zu führen, und dafür muss sie alles tun. Dafür stehe ich als Trainer, weil ich werde auch alles investieren dafür, dass wir erfolgreich sind. Das erwarte ich von meinem kompletten Stab, genauso wie von der sportlichen Leitung, vom Verein, von der Vereinsführung. Und wenn wir da alle an einem Strang ziehen, dann werden wir sicherlich auch schöne Spiele hier im Stadion haben und eine erfolgreiche Saison. Aber ich verspüre weder Druck noch Freude drüber. Von unserem Geschäftsführer Gerrit Meinke darf ich natürlich noch beste Grüße ausrichten. Ich denke, wie vielen bekannt ist, ist er aufgrund seiner Tätigkeit bei der Europameisterschaft heute verhindert. Das an dieser Stelle dann noch gesagt. Gibt es noch weitere Fragen? Jetzt kommt Peter Burkamp von der NW. Da sind ja noch zwei Personalien noch nicht ganz geklärt, Felix Burmeister und Manuel Hornig. Inwieweit haben Sie sich da schon entschieden, möglicherweise, dass verlängert werden soll? Na, auch hier werden wir uns nochmal ein genaues Bild machen, das intern besprechen mit der sportlichen Leitung und dann eben auch Entscheidungen treffen. Zwei Fragen würde ich noch zulassen. Das ist Druck. Das ist Druck für euch. Das ist Druck. Gehen wir zum nächsten Punkt. Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr nötig. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir den offiziellen Teil der Pressekonferenz. Um 15 Uhr findet das erste Training der neuen Saison an der Friedrich-Hagemann-Straße statt. Ich bin davon überzeugt, dass wir den einen oder anderen von Ihnen da wiedersehen werden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.